Oh, ich war jetzt erledigt. Ich habe alle Abzeichen zusammen. Keine Spiele mehr oder Tricks, um an meine Drachmen zu kommen. Es wird Zeit für den Minotauros. Kein Problem. Wirklich, kein Problem. Doch zuerst möchtest du nicht dein fein gearbeitetes Prüfungsandenken zurückkaufen? Dieses Angebot gilt bis... bei den Göttern! Vielleicht als Geschenk für die Lieben? Was für Prüfungsandenken? Was sind denn jetzt die Prüfungsandenken? Keine weitere Drachme. Oh, aber Heldin, sicher hättest du doch gern etwas, um dich an die Vorprüfungen von Pevki zu erinnern. Oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Nun musst du dich der Hauptattraktion stellen, dem Minotauros. Bist du bereit für deinen Untergang? Wenn ich mir die Vorprüfungen so ansehe, dann ja, ich bin bereit. Hervorragend! Toll! Ich will, dass ihr den Minotaurus besiegt! Du findest die Bestie tief in der Höhle der Mutigen, auf der Dikte-Hochebene. Zwei weitere Krieger haben gerade die Vorprüfungen bestanden. Sprich mit ihnen, um mehr zu erfahren. Sie gehen mit dir, wenn du bereit bist, einen grausamen Tod zu sterben. Du bist einen weiten Weg gegangen. Komm mit uns. Nein, 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 nein. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Keramikunterricht und so weiter. Also... Keramikunterricht, genau. In der Höhle der Erde lebte ein, ja, wahrscheinlich ein Steinbruch oder so. Und ihr werdet dann wohl die Krieger sein. Sieh mal, Bruder, das letzte Mitglied unserer Minotauros Jagdgesellschaft ist da. Wenn die Bestie unsere geballte Macht sieht, wird sie vor Angst aufmuhen. Muhen die denn überhaupt? Wenn es euch recht ist, würde ich gern den tödlichen Hieb ausführen. Oder können wir das zumindest hinterher behaupten? Ich bin bereit, mich auf hat eine entscheidende Rolle beim Erteilen des tödlichen Schlags gespielt, runterhandeln zu lassen. Jeder von uns kann ihn töten? Der gehört mir. Der Minotauros ist eine mythische Kreatur. Nur jemand, der ebenso mythisch ist, kann ihn erlegen. Du sprichst doch von mir, oder? Die einzigen Mythen, die dich umgeben, sind die, für deren Geheimhaltung Pater gezahlt hat. Was kann da schon schiefgehen? Sollen wir dann reiten? Erlegen wir den Minotauros. Laut Liandros lebt er in der Höhle der Mutigen auf der Dikte-Hochebene. Lasset die Minoturniere beginnen! Wenn der Minotaurus Mensch ist und neben den Bewohnern von Pevki haust, warum leben sie dann noch? Vielleicht gefällt ihm ja ihre Ernährungsweise nicht. Guter Gedanke, Bruder. Tauchen wir unsere Klingen in Öl und Zwiebeln, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Könnt ihr bitte ein bisschen schneller reiten? Sieh nur, Bruder! Das Heim des Minotaurus! Soll der nicht auf einem Labyrinth wohnen? Nur ein Mythos. Ist der Minotaurus ein Mythos? Nein. Er ist der uneheliche Sohn von König Minos Frau. Halb Stier, halb Mensch. Ich hörte, Theseus habe den Minotaurus erschlagen. Unmöglich! Hätte Theseus ihn getötet, wie könnte er dann hier sein? Sieh dich vor, Bestie! Bald werde ich nämlich eine Wirbelsäule als Gehstock benutzen! Ihr wartet kein Ruhm, nur der Tod! Ja, Icarus? Nein, nein, nein! Ich wollte doch Bäcker werden! Hä? Ach, in der Höhle war ich doch, oder? Ich sollte nach meinem Bruder sehen. Das Backgewerbe ist nicht ungefährlich, weißt du? Egal. Die Schlangen habe ich alle schon erledigt. Was auf dir unten wartet, muss ein Monster sein. Die Statue da? Ich bin
Der Minotaurus! Was? Das ist der Typ, der Auftraggeber. Lass dein Hab und Gut fallen und flieh in Furcht. Lass deine Drachmen hier und du wirst verschont. Sonst stirbst du unter meinen Hufen. Fürchte mein Muhen. Schon Angst? Ihr Malakes. Ich steche auf euch ein, bis mir jemand sagt, was hier eigentlich gespielt wird. Das typische Odyssey-Spiel. Jeder verarscht dich. So, den kill ich jetzt auch. Der letzte, den ich getötet habe, war schweigsamer. Getötet? Dazu besteht ja nun wirklich kein Grund. Ich meinte... Sag mir, was hier gespielt wird, oder ich schlitz dich auf und nimm diese verdammte Maske ab. Leandros? Ah. Ich sagte doch, nichts ist, wie es scheint in Pevki. Ich würde mich freuen, alle Ausgaben, die während... Bitte, es geht um meine Tochter Amara. Maskierte Männer halten sie tief in den Schluchten der Dikte-Hochebene gefangen. Maskierte Männer? Was für Masken? Weiß wie Marmor und Blut läuft aus ihren Augen. Unheimlich. Der Kult. Sie kontrollieren alles in Pevki. Und locken Helden mit dem Versprechen auf Ruhm für das Erlegen des Minotaurus her. Nur, um sie dann hier im Dunkeln in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, stirbt Amara, wenn ich die Maske abnehme. Oder es meiner Frau sage, oder um Hilfe bitte, stirbt sie. Ah, deswegen das Ganze, aber hätte er doch direkt was gesagt. Erzähl mir von deiner Tochter. Amara, der Klang ihres Lachens ist wie ein Sonnenstrahl auf meiner Haut. Sie ist reinste Freude. Eines Nachts entrissen mir die Maskierten diese Freude. Sie brauchten meine silberne Zunge, um reiche Krieger zu den Prüfungen zu locken. Durch Amara hatten sie die Macht, mich zu kontrollieren. Du sagtest, der Kult, die maskierten Männer, brachten deine Tochter in die Schluchten der Dikte-Hochebene. Es gibt dort sehr viele Schluchten. Doch nur in einer ist Amara. Der Ort heißt Zakros. Es ist eine alte Ruine und das Lager der Maskierten. Ich gehe jede Nacht dorthin, in der Hoffnung, einen Blick auf Amara zu erhaschen. Doch es gelang mir nie. Ich fürchte, sie wird unter der Erde gefangen gehalten, ohne Tageslicht. Wie viele Männer hast du mit einem Lächeln und netten Worten in den Tod geschickt? Tausende. Mehr. Aber ihre Leben sind wertlos gegen meine Amara. Sie ist alles, was ich habe. Doch jetzt habe ich dich. Oder? Du kannst sie aus den Händen dieser Malakes befreien. Sie ist deine Tochter. Du musst sie retten. Aber sie werden mich töten. Denkst du, sie will ihren Vater sterben sehen? Sie würde wollen, dass ihr Vater sie beschützt. Feigling. Es stimmt. Ich bin ein Feigling. Ein Mann, der nicht mehr sein kann, als er ist. Mir ist das genug, aber es reicht nicht, um Amara zu retten. Dafür brauche ich dich. Ja, ich muss es ja machen. Wir retten deine Tochter. Gemeinsam. Ich bin die Tochter. Ich danke dir. Triff mich bei den Ruinen von Zakros, auf der Dikte-Hochebene. Dort ist meine Tochter und dort muss ich hin. Und setz die Maske ab. Diese maskierten Männer sind gut organisiert und furchtlos. Ihre größte Waffe ist keine Klinge, sondern unsere Gier. Jeder Händler, Mann und Sklave, verdient bei diesem Spiel genug Drachmen. Selbst Midas würde erblassen. Der Mythos des Minotaurus macht uns alle reich. Und wir verschließen die Augen vor dem Preis. Ach, warum reibt dieses Gewand? Ich habe eine ganze Flasche Öl benutzt. In einem Kostüm wie diesem fällt das Atmen schwer. Bei Zeus, dieses Fell lässt keinen Hauch durch. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Oh, sorry, lauf weiter. Lauf. Der letzte war besser. Ich komme, Amara. Hab keine Angst. Und hab auch du keine Angst, Leandros. Sie braucht dich.
Wollen wir nicht ein bisschen sprinten? Ich bin es, Liandros, der freundliche Minotaurus im Gebüsch. Ach so. Hab keine Angst. Endlich. Ich dachte schon, ich müsste allein kämpfen. Ich stehe an deiner Seite, Liandros. Sie war hinter dir. Passiert, Amara wird stolz auf ihren Vater sein. Ich sehe, du bist noch ein Minotaurus. Mit dieser Maske stellte ich mich den tödlichsten Kriegern der Welt. Gut, ich sollte sie nur mit meinem Brüllen und den Drohgebärden ablenken, damit man sie von hinten überfallen und abstechen konnte. Aber sie erfüllt mich mit dem nötigen Mut. Du siehst aus wie die einzige Kreatur, die Alcibiades nicht mit ins Bett nehmen würde. Kannst du überhaupt was sehen? Belächle mich nur. Wenn die Bestie auf diese Malakes in Sakros zustürmt, werden sie wissen, was Angst ist. Aber es ist doch ihr Plan gewesen. Sie müssen sie unterirdisch gefangen halten. Mit Hufen und Heldenmut werden wir sie retten. Sakros wird streng bewacht. Wie sollen wir vorgehen? Wir sollten heimlich vorgehen. Wir stürmen sie. Rein! Zum Angriff! Ich will, dass die Crew da reinstürmt. Daneben, Alter. Oh, jetzt ich auch. So. Ah, ich habe alle besiegt. Jetzt geht's mir wieder gut. Ah, einer ist noch. So, ich möchte gerne alles einsammeln. Wenn, dann schließe ich den Ort auch komplett ab. Wer, wo? Da. Das sind sogar noch Feinde. Da geht's runter. Hier ist noch irgendwas. Wo genau? Na? Hallo? Ah, ein Gefangener. Das heißt Krieg. Keine Ahnung. Rein da. Ja, ein Fähigkeitspunkt. Mega nice. Kann nämlich jetzt die letzte Fähigkeit skillen. Jetzt habe ich alles. Es hat nichts gebracht. Es war völlig unnötig, dass ich das gemacht habe. Okay, egal, ich bin zufrieden. Wo, da ist die Tafel. Was war das denn? Das Ende der Seilrutsche. Alte Tafeln, zwei Gefangene und drei Schätze noch. So, da soll ich mich hinbegeben. Das heißt, ich nehme einfach die andere Richtung, da ist auch noch ein Schatz, den ich übersehen habe, und da ist noch ein Gefangener.
Es gibt noch einen Gefangenen und einen Schatz. Die werde ich wahrscheinlich finden, indem ich das Feld von hinten aufräume. Einmal runter hier. Ja, da ist der Schatz markiert worden. Scheiße, bitte lass mich frei! Aber du bist frei. Das sind die anderen beiden Sachen. Das ist eine Kuh. Oder ein Stier. Ich hab sie. Nein, bitte. Ich war ruhig. Lass mich frei. Ich hab nicht geweint. Ich kann leise sein. Tut mir nicht weh. Zack. Okay, ich hätte hier ruhig bei der Quest runtergehen können, weil wir hier nicht hochkommen. Wir müssen eh da lang. Komm mit. Geh in Deckung. Ich hole dich, wenn es sicher ist. Danke, danke, danke. So, Minotaurus, wo bist du? Ich habe deine Tochter gefunden. Wartet vor der... Digga, wieso wartest du vor dem Lager? Die sollte dich doch im Lager sehen. Laufst du lang, Mädel? Achso, ja gut, hier geht's auch raus. Das kann man natürlich auch machen. Hier wartet der, ne? Ich bin gerettet. Nun? Ist das der Minotaurus? Und dann geht sie so nah ran. Holy shit. Es ist dein Vater. Zeig dich. Vater? Du bist der Minotaurus? Sag es lieber nicht deiner Mutter. Ich habe gewartet und gewartet. Du wolltest mich nicht hier zurücklassen, oder? Du hast nur an einem Rettungsplan gearbeitet, oder, Pater? Natürlich, ich wollte dich holen kommen. Ich musste nur zuvor etwas finden. Konntest du deine Entführer belauschen? Hast du etwas erfahren, das uns helfen könnte, sie aufzuhalten? Als ich so tat, als ob ich schliefe, sprach ihr Anführer von einem Treffpunkt in Kydonia. Ich habe mir das Geflüster der Maskierten notiert. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Komm mit uns. Wir gehen zu meiner Frau. Sie hält eine Nachtwache für Amara am Kriegergrab ab. Verbring etwas Zeit mit uns und sieh das Geschenk, das du unserer Familie gabst. Nach dir. Amara! Amara! Du lebst! Mater! Meine Familie! Du warst das? Ich habe Amara allein gerettet. Ja, komm. Bring die Familie zusammen. Er hat seine Lektion gelernt. Eins. Bedank dich bei Leandros. Als es an der Zeit war, griff er an. Obwohl er im Nachteil war und ein Kostüm trug. Er kämpfte tapfer. Dein Mann ist kein Feigling. Ich scheine von Helden umgeben zu sein. Niemand gewann je den Preis von Pevki. Jeder, der sich dem Minotaurus stellte, starb. Ihr Geld häufte sich in der Schatzkammer an. Nun soll ein kleiner Teil davon dir gehören. Danke für den kleinen Teil. Natürlich. Abzüglich der Steuern und der Reisekosten und... ich stelle sicher, dass alles auf dein Schiff geliefert wird. Du hast es dir verdient. Das ist für dich. Ein Feigling verdient es nicht, der Minotaurus zu sein. Du schon. Nettes Kompliment. Pevki ist nicht länger sicher. Amaras Befreiung wird Vergeltung von jenen nach sich ziehen, die Niederlagen nur schwer hinnehmen. Aber wir leben. Und was die Zukunft auch bringt, nur dir verdanken wir, dass wir eine haben. Gute Reise.
Bin ich mal gespannt, was der kleine Teil ist. 1060! Dafür, dass die Leute 1500 pro Prüfung bezahlen müssen. Und dann nochmal für die Andenken auch nochmal 1000 oder 1200. Cool. Und es waren Tausende. Nice. Dafür nehme ich mir das hier. So, ist meins. Mein ungewöhnlicher. Okay, komm her. So, willst du auch, ne? Ja. Sag auch dem Herrn, er soll mich nächstes Mal anständig bezahlen.